Also, da gibt es jetzt das Musiktheater Annes Tagebuch vom Anne-Frank-Gymnasium. Meine Damen und Herren, bitte einen Applaus. Viele Menschen. Viele Menschen auf den Straßen, in der Stadt, im ganzen Land, trugen, was sie noch besaßen, in zwei Taschen in der Hand. Und man konnte ringsum sehen, dass es wieder Frühling war. Bäume sah man blühend stehen, herrschte Krieg im dritten Jahr. Schweigend kehrten sie den Rücken jenem Leben, das nun fern, und mit ausdruckslosen Blicken folgten sie dem gelben Stern. Manche blickten schnell zur Seite, die sie sahen in ihrer Not, suchten eilig dann das Weite, denn mit ihnen ging der Tod. Und so zogen sie begleitet von manch mitleidsvollem Blick, wo man sie auch hingeleitet, niemand kehrte je zurück. Und man konnte ringsum sehen, dass es wieder Frühling war. Bäume sah man blühend stehen, herrschte Krieg im dritten Jahr. Thank you.
der Tür drei kleine Zimmer. Die Kammer ohne Fenster ist das Bad. Drei Durchgangszimmer hinter dem Flur. Drei Durchgangszimmer hinter dem Flur. Und dazu, und dazu, und dazu, und dazu, und dazu ein kleiner Raum für Peter. Ist es auch ein wenig schief? Gibt's im ganzen Land doch keinen Ort, so bequem, so ideal, um uns zu verstecken. Eine steile Treppe führt nach oben, Vorsicht! Ein Brett ist lose, Dielenboden verrät jeden Schritt. Der Dielenboden verrät jeden Schritt. Und dazu, und dazu, und dazu, und dazu, und dazu die große Küche für uns alle. Eine steile Treppe führt nach oben. Vorsicht, ein Brett ist lose, Dielenboden verrät jeden Schritt. Was machst du denn da gerade? Französisch? Soll ich dir helfen? Nein, danke. Na, ich habe ohnehin noch unten zu tun. Du bist sowieso eine Hilfe für mich. Immer. Ich bin eine Hilfe? Du bist anders eben. Anders als sie alle. Peter, ich hab wirklich nach unten... Ja. Warte mal. Ich hab da was für dich. Los, setz dich.
Warte. Gleich. Der Mond. Genau. Jeden Abend um diese Zeit kannst du ihn hier sehen. Wenn du willst. Willst du? Wenn ich darf. Morgen? Und übermorgen. Und danach. Und wenn all das hier vorbei ist und wir wieder draußen sein dürfen, dann auch? Dann auch. Immer. Eingesperrt sind wir seit vielen Tagen, fest verschlossen ist das Tor zur Welt. Und es drehen sich um uns viele Fragen, der Raum ist eng, der uns gefangen hält. Was sollen wir warten? Worauf, was sollen wir fragen? Wonach, was ist uns geblieben? In dieser Zeit, in dieser Zeit, in dieser Zeit. Durch das kleine Fenster scheint der Mond herein, scheint der Mond herein. Sieh zu dieser einen Stunde nur uns miteinander sein. Und für kurze Zeit wird der Raum der Enge. Für kurze Zeit wird der Raum der Strenge mit einem Mal und weit. Das ist das Schwierige in unserer Zeit. Alle schönen Hoffnungen und Erwartungen werden von der Wirklichkeit zerstört. Und doch müssen wir an ihnen festhalten, so absurd sie scheinen. Man kann nicht alles auf der Basis von Tod, Elend und Verwirrung aufbauen. Ich sehe, wie die Welt immer mehr in eine Wüste verwandelt wird. Ich höre den anrollenden Donner, der auch uns töten wird. Ich fühle das Leid von Millionen Menschen mit. Und doch, wenn ich zum Himmel schaue, dann merke ich, dass sich alles wieder zum Guten wenden wird. Dass auch wieder Ruhe und Frieden sein werden.
Szenen vom Musiktheater Annes Tagebuch vom Anne-Frank-Gymnasium. Vielen, vielen lieben Dank.